Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein ganz besonderes Video, was es so noch nie gegeben hat, denn wir machen heute wieder eine Bau-Challenge. Die hat es schon mal gegeben. Diese Challenge hat es hier noch nie gegeben. Und zwar hat jemand von euch mir vorgeschlagen, dass ich mich doch mal an der Pinterest-Challenge versuchen könnte. Ich weiß nicht, ob sie so genannt wird, aber ich nenne sie jetzt einfach mal so. Und zwar werden wir einfach immer auf Pinterest gehen. Ihr wisst, Pinterest ist mein Baby. Und dann werden wir da die Raumart eingeben, also zum Beispiel Küche bzw. Kitchen, weil dann wahrscheinlich mehr Ergebnisse kommen. Und dann werden wir da so ein bisschen blind drin rumwühlen und auf welchem Bild mein Zeiger landet, so muss ich dann die Küche erstellen bzw. dekorieren. Hat man verstanden, was ich meine? Ich glaube schon. Das Prinzip wird man auch verstehen, wenn ich dann in-game bin. Ich finde die Idee einfach so cool. Also vielen, vielen Dank für euren Input da. Ihr wisst, ich bin immer auf eure Ideen auch angewiesen und so macht das Ganze noch viel, viel mehr Spaß. Also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, um gar nicht viel Zeit zu verlieren, würde ich sagen, starten wir jetzt in dieses Video rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go! Hier habe ich mal wieder eine ganz wunderbare Shell aus der Galerie runtergeladen. Das ist das 42K Base Game Home. Und ich habe es hier in Windenburg platziert und gemerkt, wie schön dieses Grundstück eigentlich ist. Ich glaube, das ist das Grundstück, wo Snow und Jacob damals geheiratet haben. Und ich liebe es einfach. Also irgendwann will ich mal mit einer Familie hier wohnen, weil es ist wirklich richtig, richtig schön. Generell Windenburg ist einfach richtig schön. Naja, aber auf jeden Fall ist das unsere Shell für den heutigen Tag. Und das ist die Innenraumaufteilung. Also wir haben, ich habe immer jedes Mal, wenn ich eine neue Shell aussuche, habe ich das Gefühl, ich habe sie schon mal benutzt, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall haben wir hier so einen kleinen Eingangsbereich, dann haben wir hier einen Raum, das könnte man so als Büro oder so machen. Dann haben wir ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Badezimmer, genau, hier haben wir noch einen kleinen Durchgangsraum, hier haben wir noch die Küche und das Wohnzimmer und den Essbereich. Das ist zwar offen gestaltet, aber wir werden das natürlich trotzdem alles ja, einzeln einrichten und dann werden wir die verschiedenen Einrichtungsstile eben entscheiden lassen, was dabei herumkommt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das für ein wilder Mix am Ende wird und ob ich die Challenge so gut erfüllen kann. Okay, hier habe ich mein Pinterest offen. Das ist natürlich noch vom letzten CC Shopping mit wunderbaren Kinderhaaren bestückt. Und als erstes werden wir uns, glaube ich, einfach der Küche widmen, weil das ist, glaube ich, ein ganz guter Start. Könnte einfach werden, aber könnte auch richtig schwer werden. Also ich bin mal gespannt. Ich werde jetzt hier einfach einmal Kitchen eintippen und bekomme diese Ergebnisse. Oh mein Gott, das sieht alles so schön aus. Also ich glaube, das wird heute sogar schön. Ich glaube nicht, dass es ein Riesendesaster wird. Das ist nämlich alles genau mein Stil. Also ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen scrollen und hin und her wischen und werde dann hier drauf landen. Da, oh mein Gott, natürlich lande ich auf etwas, wo nichts ist. Scrolli, 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 scrolli. Okay, ich bin hier. Okay, wir werden eine, oh mein Gott, eine weiße Küche mit Holzelementen. Also sieht quasi eigentlich aus wie meine Küche. Also zumindest von der Farbgebung ist sie ähnlich. Und eine besprenkelte Wand. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich das so hinbekommen werde. Ich werde das immer im Speedbild machen, weil ich dachte, dass es für dieses Video einfach ein bisschen leichter wäre. Ich hoffe, das gefällt euch auch so. Lasst mir gerne Feedback dazu in den Kommentaren da. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir los mit der Küche.
I made it. Das ist mein bester Versuch, diese Küche in die Sims 4 nachzustellen. Und ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich bin recht happy mit dem Ergebnis. Also hier musste ich halt ein bisschen tricksen mit diesem Brett und so weiter, weil ich jetzt keine Theke in der Art hatte. Also dass da halt einfach kein Schrank drunter ist. Deswegen habe ich einfach so ein anderes Regalbrett genommen. Das ist halt jetzt nicht exakt genau das gleiche Holz, aber ich finde, auf den ersten Blick fällt das nicht auf. Und hier in der Mitte wären natürlich eigentlich Fliesen gewesen. Ich habe jetzt einfach einen Teppich genommen, weil ich keine Fliesen gefunden habe, die in die Art reinpassen. Und die Fliesen an der Wand sind natürlich auch etwas anders. Aber ich finde trotzdem, dass es bis hierhin auf jeden Fall ganz gut geworden ist. Also schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr den ersten Raum findet. Ich hatte auch keine Schneidebretter zum Beispiel, deswegen habe ich jetzt einfach hier auch ein bisschen improvisiert. Aber ja, ich bin eigentlich ziemlich happy und bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich würde sagen, dann gehen wir weiter zum Kinderzimmer, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, ein guter Raum. Dann können wir nämlich das Schlafzimmer da einrichten. Und ja, dann werden wir einmal hier rüber auf Pinterest gehen und geben da Kids Room ein. Oh mein Gott, also man sieht auf jeden Fall schon, was so auf Pinterest präferiert wird. Ich habe ja nicht mehr so viel Custom Content. Das war ja früher alles, was ich an Custom Content hatte, genau diese Ästhetik. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege, auch ohne Custom Content. Ich meine, das CC-Set von, also dieses Wild Travelers oder wie das heißt, Set, das ist auf jeden Fall genau das. Aber vielleicht kriegen wir ja auch was anderes. Ich scroll jetzt erstmal ein bisschen und bleibe dann genau hier stehen. Wo bin ich? Da, okay. Ach, cool. Ja, sehr cool. Das ist eine coole Inspo. Passt auch zu dem, was wir gerade in der Küche gemacht haben. Also bin sehr gespannt, wie ich das umsetzen kann. Man sieht natürlich jetzt nicht so viel vom restlichen Zimmer, aber es bleibt Interpretationsspielraum. Wir haben hier so ein Gitterbett. Ich glaube, das ist ein Zimmer für zwei, was ja auch cool ist. Das heißt, so ein Zwillingskinderzimmer. Auch eine sehr, sehr coole Herausforderung. Die Challenge macht mir jetzt schon richtig viel Spaß. Also probiert es gerne auch mal aus, wenn ihr Lust auf sowas habt. Voll cool. Okay, Leute.
My best attempt. Oh nee, doch nee, ich habe noch was vergessen. Die Laptops. Aber, also das war echt gar nicht so leicht, muss ich sagen. Ich finde aber, dass das Ergebnis doch recht gut geworden ist. Also natürlich ist es jetzt kein fertiges Kinderzimmer, ne? Also hier fehlt, also ich würde jetzt persönlich dann noch ein bisschen Deko hinzufügen und so weiter. Aber ich versuche ja, die Bilder so zu rekreieren. Also mir persönlich wäre das natürlich noch ein bisschen zu wenig. Aber erstmal füge ich jetzt mal ganz kurz hier die Laptops hinzu. Es gibt leider keine geschlossenen Laptops. Wir könnten das Tablet nehmen. Aber das ist so klein. Obwohl, die sind richtig hässlich. Doch nicht. Okay, wir nehmen das Grafik-Tablet. So, jetzt bin ich fertig. Also ich würde natürlich auch niemals die Betten so platzieren. Aber wenn man das aus diesem Blickwinkel betrachtet, dann sieht das auf jeden Fall schon sehr akkurat aus, finde ich. Also es sieht schon sehr so aus wie auf dem Bild. Also natürlich ist das hier nicht optimal, weil der Schrank halt schwebt sozusagen. Also deswegen sind diese Boxen da drauf natürlich nicht so perfekt. Aber ich finde, das kann sich schon sehen lassen. Also so Gitter-Pinnwände habe ich leider auch nicht gefunden. Hatte ich auch mal als Custom-Content. Also wenn ich mein altes Custom-Content noch hätte, ich glaube, dann hätte ich hier echt eine Punktlandung machen können. Aber trotzdem finde ich, habe ich das gut hinbekommen. Okay, wir gehen weiter in den nächsten Raum und ich würde sagen, wir widmen uns... Nee, Badezimmer ist immer unser letztes. Badezimmer ist immer unsere finale Leistung. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Wohnzimmer. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was wir da bekommen werden. Wir geben ein Living Room. Das Gute ist, dass der Trend halt eher gleich ist auf Pinterest, sage ich mal. So, dass bisher ja alles ganz gut zusammenpasst, was wir so bisher gebaut haben. Ich habe auch schon 43 Minuten Aufnahmematerial und habe hier irgendwie erst zwei Räume gemacht. Aber deswegen mache ich das mit dem Speedbild, Leute. Das ging, also es wäre nicht gegangen, wenn ich dabei auch noch geredet hätte. Okay, ich scrolle wieder und bleibe hier stehen. Okay, ja, der typische Pinterest-Style. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Aber es sollte gehen. Okay, Leute, I made it. Das ist meine Interpretation des Wohnzimmers. Und auch das finde ich eigentlich ziemlich akkurat. Also ihr merkt schon, ich nutze sehr viel Custom-Content, weil das einfach genau das ist, was eben gerade modern ist und was so worauf man auf Pinterest steht. Aber es ist ja auch keine No-CC-Challenge. Also es geht hier nur darum, die Räume nachzugestalten. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe leider keine Decke gefunden. Deswegen habe ich hier dann so ein Kissen platziert. Die Lampe, finde ich, passt auch sehr gut. Also auf dem Bild ist es natürlich eine Wandlampe. Aber trotzdem finde ich, dass es mit dem Schirm gut passt. Und ja, auch der Tisch passt von der Maserung sehr gut. Natürlich habe ich den Flauschteppich benutzt. Das wusste ich sofort, dass ich den natürlich nehmen will. Und ja,
bin sehr zufrieden mit unserem Wohnzimmerergebnis. Und dann würde ich noch sagen, suchen wir uns noch einen Esstisch raus. Da bin ich mal gespannt, wie wir das denn hier noch mit einbinden können. Und ja, dann haben wir noch zwei Räume über. Ich weiß noch nicht, ob ich das Büro auch mache, weil wir sind jetzt schon bei einer Stunde Aufnahmematerial und dieses Video soll natürlich nicht gesprengt werden. Ich gebe einfach Dining Room Table ein. Obwohl, ich mache einfach Dining Room. Passt schon. Oh, schön. Bin sehr gespannt. Okay, wir scrollen wieder und ich wähle das hier. Mit dunklen Stühlen. Ist natürlich jetzt kritisch, weil wir alles andere in hell haben. Aber es wird bestimmt trotzdem schön. Wir wagen uns mal heran. Okay, Leute, ich wollte gerade noch die Konsole da im Hintergrund platzieren, aber sie passt einfach hier in diesen Raum nicht rein. Also ich glaube, diese Wohnung ist sowieso nicht wirklich betretbar, aber das ist mein Ergebnis. Die anderen Räume finde ich besser, bin ich ehrlich, aber ich finde es trotzdem nicht schlecht. Die Stühle sind jetzt nicht perfekt. Ich hatte ja erst noch die anderen Stühle und die finde ich auch persönlich eigentlich schöner, aber hier waren die Beine halt eher so wie auf dem Bild. Deswegen habe ich mich dann für diese Beine entschieden und ja, ich finde es eigentlich sonst ganz süß. Also es ist halt ein bisschen wild so hier ohne diesen Übergang, aber ich meine, da könnte man ja einfach so eine Paneele hinmachen oder sowas. Also Holzdinger sind doch jetzt trendy. Hey, guck mal! Oh mein Gott, Nina, du bist ein Genie. Also, das Problem haben wir einigermaßen gelöst. Ich finde, so, wenn man es jetzt nicht wüsste, dann könnte man denken, das gehört schon alles so. Also, dass das nicht einzelne Räume mit völlig verschiedenen Stilrichtungen sind. Dann gehen wir jetzt über zum Schlafzimmer. Bedroom. Auch hier wieder der klassische superhelle Pinterest-Look. Wir scrollen jetzt einfach mal ein bisschen tiefer. In die Tiefen von Pinterest scroll ich noch. Ja, ich weiß immer nicht, ob es lädt, deswegen gucke ich mal so. Und jetzt wirbel ich ein bisschen rum und lande auf dem anderen Bildschirm. La 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 la. Wo sind wir? Hier. Okay, wir drücken einfach auf Pause. Wir haben ganz viele Pflanzen. Das finde ich schon mal toll. Ich glaube, das könnte cool werden.
Hey, auch unser Schlafzimmer haben wir fertiggestellt. Und das finde ich eigentlich auch ganz, ganz gut gelungen, muss ich sagen. Also auch wieder hier nicht perfekt, aber doch geht so die richtige Richtung. Also ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ich wieder irgendwie denke, Nina, du bist einfach die Tollste der Welt. Oder ob das wirklich nicht schlecht ist. Also wahrscheinlich triggert es euch, dass es nicht in der Mitte von dem Fenster ist. Aber das ist halt jetzt so. Ist mir gerade erst aufgefallen und jetzt lässt es sich leider nicht mehr rückgängig machen. Okay, und als letztes werden wir jetzt noch das Badezimmer machen. Das Büro lassen wir heute mal aus und den Flur auch, weil es sonst wirklich den Rahmen sprengen würde. Weil ich habe alles für alles ein bisschen länger gebraucht, als ich dachte. Aber ja, macht sehr, sehr viel Spaß. Also vielleicht mache ich das tatsächlich nochmal. Dann schauen wir uns mal die Bäder an. Bathroom. Und auch hier sind wir im wunderbaren Weiß-Beige-Thema. Eigentlich müssten wir da mal so eine Pinterest-Challenge machen, wo wir dann noch eine Farbe dahinter eingeben oder so. Also eine Pinterest-Challenge kombiniert mit irgendwie so einer Farbwheel-Challenge oder so. Das wär, glaube ich, ganz cool. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber erstmal scrolle ich jetzt für unser Badezimmer, wische ein bisschen rum und lande hier. Okay, das sind nur Aufbewahrungsartikel. Wir scrollen weiter und nehmen dieses Badezimmer. Oh mein Gott. What the? Okay. Weiter geht's. Wir scrollen und landen hier. Okay, ja, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Das kriegen wir bestimmt hin. Mit meinem alten Custom-Content hätten wir das auf jeden Fall hingekriegt. Okay, unser Badezimmer ist natürlich viel kleiner. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Aber let's go. Das ist meine Interpretation des Badezimmers. Es ist halt viel kleiner als das Badezimmer, was bei Pinterest zu sehen ist. Und wir hatten nicht wirklich viel, also ich hatte nicht wirklich viel Auswahl bei dem Teppich. Das war das Einzige, was so ein bisschen geflechtähnlich war. Eine Dusche haben wir jetzt auch nicht da drin. Auf dem Bild sieht es so aus, als wenn hier die Dusche wäre mit der Glaswand. Aber das hat jetzt leider halt nicht gepasst, weil sonst hätten wir keine Toilette hier reinmachen können. Ich meine, theoretisch hätten wir dann die Toilette hier in diesen Riesenraum noch machen können. Aber trotzdem finde ich es eigentlich ganz gut. Ich finde auch mit dem Tisch das hier ganz süß. Oh, ich habe ein Handtuch natürlich vergessen. Eine Sekunde. Oder wir machen einen Bademantel, weil das macht natürlich mehr Sinn. So sieht es auch gleich viel besser aus. Wow, was das einfach immer ausmacht, wenn man eine Sache dahin hängt. Aber das war dann der letzte Raum für heute für diese Challenge. Wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich das jetzt hier nicht mehr mache, aber es hat mir richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Wie gesagt, es ist natürlich alles sehr einfältig, sage ich mal, weil der Pinterest-Stil eben sehr ähnlich ist. Also so dieser klassische Pinterest-Stil, wenn man jetzt nicht... Boah, das war ein Zungenbrecher. Wenn man jetzt nicht nach was Spezifischem sucht. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt auf so eine Farbwheel-Challenge mit Pinterest, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir das nochmal machen, dass man dann halt immer so Kitchen und Yellow oder so eingeben muss, sodass man halt ein bisschen was Spezifisches hat als das hier. Ich kann noch nicht mehr reden, deswegen sollte ich dieses Video jetzt ganz dringend beenden. Aber es hat mir richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Wollte ich nochmal wiederholen, weil ich habe es ja nicht schon dreimal gesagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr findet, wie ich mich geschlagen habe und vor allem, welcher Raum euch am besten gefällt. Ich glaube, mir gefällt am besten
vergessen. Das Wohnzimmer, das habe ich sehr, sehr gut hinbekommen, finde ich. Und das Schlafzimmer finde ich tatsächlich auch sehr gelungen. Also es gefällt mir auch gut. Aber das Kinderzimmer ist auch voll süß und die Küche ist auch süß. Also ich finde eigentlich, overall, bin ich sehr zufrieden. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr am besten findet. Und ich habe in der Küche den Kühlschrank vergessen, sehe ich gerade. Aber auf dem Bild war kein Kühlschrank zu sehen. Deswegen ist das nicht so schlimm. Ja, wenn ihr es nachmacht, sagt mir gerne mal, wie ihr euch geschlagen habt und ob euch das auch Spaß gemacht hat. Falls ihr noch andere Vorschläge für irgendwelche Bau-Challenges oder auch Creative-Challenges habt oder andere Ideen für Videos, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr drüber. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi!